Da sehen wir eine rote Weichwanze. Sie ist auf der Suche, ich weiß nicht genau, nach Pflanzensaft. Ein Blatt, das sie möchte anstechen. Aber wahrscheinlich ist ihr jetzt den Nektar gerade lieber. Was ganz hübsch ist, ist natürlich das Herzchen hinten drauf auf dem Rücken. Sie haben verschiedene Farben, sie sind wirklich sehr unterschiedlich, die Art. Und sie tun auch ganz unterschiedliche Sachen fressen. Also das hier ist jetzt ein Räuber. Die hat irgendein Wespeli oder so, hat sie verwünscht, was sie dort aussuchen. Das ist eine Larve. Larven gibt es übrigens Stadien, die sind zwischen 5 und 7 Stadien, haben die meisten Wanzen. Genau, und vom einen Stadium zum anderen tun sie sich jeweils immer hüten. Das ist auch ganz ein hübsches hier. Ich glaube, das ist Pocher oder so etwas. Genau, die haben wir. Die ist sehr selten, wir haben die nur einmal angetroffen. Ja, schade, das ist wirklich hübsch. Sie hat auch ein Herzchen hinten drauf. Hat leider nicht so lange Zeit gehabt. Weltweit gibt es ungefähr 40'000 verschiedene Wanzenarten. In Europa rund 3'000 und in der Schweiz sind es etwa 700 verschiedene Wanzenarten. Hier in diesem Film haben wir einfach mal einen ganz kleinen Ausschnitt von verschiedenen Wanzen. Das hier zum Beispiel ist die... Die geringelte Mordwanze. Richtig. Die geht los auf andere Wanzen und tut sie aussuchen. Es gibt auch Wanzen, die leben auf dem Wasser, am Waldrand, im Gras, im Wald, also überall. Die haben sich enorm anpassen über die Jahrmillionen, die es gibt. Und sie sind sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele, die sie räuberisch, also sie fressen andere Insekten. Und andere, die sich von Pflanzen ernähren, also sie Pflanzensucker. Das ist eine Ameisenwanze hier. Also wie den Namen vermuten, geht die auch auf Ameisen los. Für einen Menschen ist eigentlich nur eine, er muss hier in Europa lästig, das ist eine Bettwanze. Und darum sagen wir, Wanzen sind grusig, aber es ist eigentlich nicht so. Es sind auch Nützlinge, sie tun andere Insekten, wie man hier gerade sieht, attackieren. Viele tun sie auch die Toten einfach aussuchen. Die hier hat eine Schwebfliege verwünscht. Und sie hat den Stachel durch einen Flügelansatz durchgestossen in die Weichteile rein. Und so kann sie jetzt nicht mehr wehren. Also es gibt nur Probleme, wenn sie in Massen auftreten, an Kulturpflanzen. Das kann passieren. Aber es ist relativ selten, dass sie so massenhaft sind. Das ist eine sogenannte Weichwanze. Die sind immer so schmal und ein bisschen kleiner als die anderen. Eine Zweikeulenweichwanze nennt sie sich. Die hat noch keine Ahnung, wie sie heisst. Und das ist eine Brachwanze. Das ist noch das Gute bei den Wanzen. Die Farben sind unterschiedlich und die Form ist unterschiedlich. Man kann sie noch ziemlich gut bestimmen mit Fotos.
Die Wanzen legen die Eier in den Boden oder an Pflanzenteile. Es gibt auch solche Weibchen, die sie ein Männchen auf den Rücken kleben. Da haben sie einen Legebohrer extra, einen starken. Und bei anderen ist der Legebohrer zurückentwickelt. Und die graben sich nachher eine Bodenhöhle. Graben. Hier sehen wir gerade eine kleine Stube. Genau, das ist die Kinderstube von Schildkrötenwanzen. Vielleicht ist es auch einfach der Kindergarten. Ja. Und es sind nicht alle, ein paar sind schon davon gelauert. In der Regel tun sie so zwischen 20 und 30 Eier miteinander ablegen. Das ist eine, die davon gelauert ist. Da. Sie ist halt neugierig. Ja, sie probiert das schon. Getreidesamen, oder ist das ein Gras? Das ist ganz kleine. Die ist schon etwa 2-3 mm. So viel, nicht da, ja. Viel grösser ist die nicht. Das ist die erwachsene Wanze. Und man sieht auch, woher das der Name kommt. Sieht wirklich aus wie eine Schildkröte. Es geht. Da haben wir noch eine braune Randwanze oder eine Haselrandwanze. Ja, und die hat sehr schön still gehabt. Die hat wahrscheinlich geschlafen. Und dann haben wir mal richtig suchen können. Und man sieht es, man hat gerade ein bisschen übertrieben damit. Ja, es geht noch. Schön, die Farben und das Punktet ist. Die Flügel schön anliegen. Und hier haben wir einen absoluten King. Das ist eine Hexenkrautwanze. Das ist eine Larve. Und man sieht die schönen Strümpfe, die sie angelegt hat. Also, die legen schon Wert auf das Aussehen. Und sie haben es nicht eilig. Man hat das Gefühl, es sei Slow Motion, aber es ist ganz normal gefilmt. Ja. Das rote Auge. Und sie fressen tatsächlich Hexenkraut. Also die Stängel muss suchen. Genau. Die haben wir auch noch einmal angetroffen. Das ist jetzt der Erwachsene. Ja. Und auch so, sie hat schöne Strümpfe mit Knäuschoner. Vielleicht muss sie skaten zwischendurch. Ja, das wär's schon. Bis später. Bis dann.